Wasser und da sind wir auch schon wieder. Teil 6, der Sturz. Hallo. Hallo GLaDOS. Wunderschön. Gut, mein Scheinapplausprozessor hat überlebt, den haben wir also. Das ist auch schon mal eine gute Nachricht. Da wir scheinbar nicht weiterkommen, das heißt, wir kommen weiter, mit entsetzlicher Geschwindigkeit, aber da uns sonst nichts beschäftigt, hier einige Fakten. Er ist kein gewöhnlicher Schwachkopf, sondern das Ergebnis der Arbeit der besten Denker einer ganzen Generation mit dem Ziel, den größten Schwachkopf aller Zeiten zu entwickeln. Und du hast ihm eben die gesamte Anlage anvertraut. Entschuldigung? Nur für den Fall, dass dieses Loch noch nicht unendlich ist, könntest du vielleicht einen deiner Stiefel ausziehen und mich hineinschieben? Du musst nur auf dem anderen Fuß landen. Ganz, ganz weit unten und jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder hinaufklettern. Das könnte interessant werden. Oh, ein Vogel. Der nimmt auch gerade GLaDOS mit. Sieht ja recht interessant hier aus, ne? Kann ich nicht einfach ein Portal hochschießen? Wird viel schneller gehen. Naja, egal. Dann suchen wir uns jetzt erstmal einen Ausgang. Mal da drüben schon mal was. Und hier. Schon auf der anderen Seite. Muss irgendwie da hochkommen. Ja, klappt ja soweit ganz gut. Untergrundwelt hier, oder wie man das nennen mag, das habe ich sowas von gehasst. Ja, so, wo sind wir jetzt? Wir sind, glaube ich, irgendwo hoch. Oder? Nö. Nö. Dass ich da oben auf eine Portalfläche hinschießen kann, muss, oder was auch immer. Gehen wir erstmal hier runter. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Sieht's hier aus. Do not enter. Keep out. Do not enter. Okay. Komm ich hier nicht rein. Was kann ich da oben Portal hinschießen? Bewegt sich der Boden so ein bisschen, oder? Keep out. So. Dann sind wir auf der anderen Seite. Irgendwie gefällt mir das hier ganz und gar nicht. Nicht so wirklich erinnern. Mal schauen. Sieht auf jeden Fall mal noch richtig aus. Hier haben wir einen Hebel. Am Hebel ziehen. Dann ziehen wir doch mal. Okay, geht die Tür auf. Ich denke mal, ich muss da irgendwie rein. Okay. Ja, wir sind richtig. Ich weiß wieder, wo wir sind und was wir machen müssen. Theoretisch. Jetzt erstmal hoch. Kann ich hier eins hin machen? Hier eins hin. Das ziehen wir aber noch hier rein. Geht schneller und besser. Aber jetzt müssen wir die zwei schnell genug drücken.
Ups. Es ist dunkel, ich sehe nichts. Mach mal die Tür auf. So ein Riesentor für so eine Tür. Die kann ich nicht mal mitnehmen, oder wie? Was ein Beschiss. So, dann kommt jetzt gleich der lustige Part. Ne, es sind noch, ist noch ein bisschen. Aber das kriegen wir auch noch hin. Der redet immer noch nicht. Da ist er ja. Wir wollen nur die Besten und da unser Gehege. Also, wer ist denn jetzt der Forschung zur Verfügung? Aber ja. Ihr habt euch auf der Partei schon kennengelernt. Erlaubt, dass ich mich kurz vorstelle. Ich bin Kate Johnson. Nicht runterfallen. Danke. Die nette Stimme von vorhin gehört Carolyn, meine Assistentin. Sie hat euer Honorar bereits an eine gemeinnützige Organisation eurer Wahl gewiesen. Stimmt doch, Carolyn. Ja, Sir, Herr Johnson. Sie ist das Rückgrat dieser Firma und wird schon umdrehen, aber leider schon vergeben. Sie gehört der Wissenschaft. Okay. Bei uns werden täglich tausende von Tests durchgeführt. Die kann ich nicht alle persönlich beaufsichtigen. Darum habe ich diese Nachrichten aufgenommen. Damit kann ich auf alle Fragen und Zwischenfälle reagieren, die bei diesem Forschungsabenteuer auftauchen könnten. Dein Testprogramm hängt von deiner Fähigkeit, der Welt deinen Willen aufzuzwingen ab. Alle, die heute das Rückstoßgel für uns testen, folgen bitte der blauen Linie auf den Boden. Für alle, die sich zur Injektion von Gottesanbeterinnen-DNA gemeldet haben, gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Schlecht, der Test wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Gut, wir haben etwas viel Besseres. Du kämpfst gegen eine Armee von Gottesanbeterinnen. Nimm eine Waffe und folge der gelben Linie. Du merkst von selbst, wenn der Test losgeht. Okay. Wenn du sagst... Kämpfen mal gegen eine Armee von Gottesanbetern. Hört sich ja recht simpel an, ne? So. Ah, okay. Das ist gut. Weil hier kann man auch so einen kleinen Erfolg schon mal anfangen. Sollen wir mal diese drei Türen hier lauschen und so anklicken? Wenn du dich schneidest und dir auffällt, dass jetzt Benzin in deinen Adern fließt, ist das völlig normal. Wir haben dich einem unsichtbaren Laser ausgesetzt, der Blut in Benzin umwandelt. Es bedeutet also nur, dass der Laser funktioniert. Okay. Wenn du nach dem nächsten Test zur Toilette musst, sag einem Mitarbeiter Bescheid. Denn höchstwahrscheinlich wirst du in irgendeiner Form Cola ausscheiden. Das ist nur ein vorübergehender Effekt. Wenn er aber länger als eine Woche anhält, besteht Grund zur Sorge. In dem Fall benachrichtige uns bitte umgehend. Werde ich tun. Für die Dauer des nächsten Tests richten wir einen Supraleiter mit voller Kraft auf dich. Das ist pure Grundlagenforschung. Wozu es gut ist, wissen wir nicht. Vielleicht passiert gar nichts. Im besten Fall verfügst du hinterher über Superkräfte. Im schlimmsten Fall über Tumore, aber die schneiden wir wieder raus. Okay, das war jetzt der erste Teil von dem Erfolg, der mir noch fehlt, den ich versuchen werde auch zu machen. Aber das vielleicht erst im nächsten Part. Und bis dahin...
Haut rein. Tschüss.